Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Ich bin Ram und ja, heute spiele ich ein 1 vs 1 Ranked Game, habe mich für Human entschieden. Und mein Gegner spielt Night Elf und wir treffen auf der Map Springtime, also Frühlingsanfang, aufeinander. Und ja, wer am Anfang genau auf die Namen geachtet hat, dem ist garantiert was aufgefallen. Jetzt könnt ihr einfach mal in den Chat gucken. Also das ist schon abgefahrener Zufall, finde ich. Ja, mein Lord. So, bisschen spät geschrieben, aber ja. Lord gegen Ram. Das ist jetzt schon, ja, doch sehr lustig, finde ich. Schauen wir mal, ob das Game genauso lustig wird. Human, meine frühere Main Race. Mal sehen, meine Bilanz auch ziemlich stark. Ich glaube, 16:8 stehe ich im Moment mit Human. Es ist mehr Gold erforderlich. Mal sehen, ob ich das Ganze jetzt noch ein bisschen ausbauen kann. Oh, leichte Lags. Bereit zur Arbeit. Die Arbeit ist vollbracht. Ich spiele auf jeden Fall wieder den Archmage first. Arbeit ist vollbracht. Was ist? Na gut, bereit zur Arbeit. So, auf jeden Fall einen frühen Tower. Das ist mehr Gold. Dann sollte es mal wieder der Demon Hunter werden. Einsatzbereit. Richtig. Und ich habe halt keinen Bock, dass der mir mit Emulation in die P-Online reinrennt. Was ist? Deswegen halt der frühe Tower. Befehle. Schon Arbeit unterwegs. Ist vollbracht. Einsatzbereit. So, ruhig weiter ein paar mehr Footies pumpen. Was? Na gut. Was ist das diesmal? Hol ich noch ein bisschen Militia hinzu. In den Kampf! In Furi, Oscaris, Leda! Ja, mein Lord. Ich gehe dann mal. So, und auch eine recht frühe Schmiede. Ja, mein Lord. Da bin ich ja mal gespannt. Ich kann es kaum erwarten. Und weiter creepen. Ja, mein Lord. Richtig. Ausbau abgeschlossen. Jawohl, mein Lord. Nun macht schon. Bereit zur Arbeit. Mehr Arbeit? Na gut. Da bin ich ja mal gespannt. Was ist denn Level 2? Arbeit ist vollbracht. Bereit zur Arbeit. Waschstiefel der Beweglichkeit gefunden. Was ist? Richtig. Nun macht schon. Bereit zur Arbeit. Ihr braucht meine Hilfe. Ja, und im Moment bin ich echt am überlegen, ob ich mal wieder eine Runde LoL zocken sollte. Würde mich sehr interessieren, ob das, also ob ihr, vor allem meine Kanal, ja, Mitglieder wollte ich gerade sagen, nein, aber auch natürlich die Abonnenten, sich das auch ansehen würden, oder ob ihr alle wirklich nur wegen Warcraft 3 hier seid. Das dürft ihr mir wirklich mal gern in die Kommentare schreiben. Ich geh dann mal. Aber ja, ja, Warcraft 3 macht mir halt nach wie vor Spaß. Aber so ein bisschen Abwechslung ist doch nie verkehrt. Und warum nicht ein Spiel, in dem ich eigentlich auch schon recht viel erreicht habe und ja, ziemlich erfahren bin. Ihr braucht meine Hilfe. Schwein gehabt, dass sich das erste Wortelement direkt noch aufgelöst hat. Was ist das? Ja, mein Lord.
Ich geh dann mal. Die Arbeiter schicke ich allerdings alle zurück. Mehr Arbeit? Ja, mein Lord. Da bin ich ja mal gespannt. Und jetzt ab in den Tech. Ist ein sehr später Tech, aber das ist halt, weil ich zwischendurch auf Rifleman gegangen bin und halt tatsächlich noch überlegt habe, ob ich expandieren soll. Aber das ist eigentlich viel zu spät jetzt. Na gut. Nun macht schon. Forschung abgeschlossen. Ich kann es kaum erwarten. Was auch immer. Da bin ich ja mal gespannt. So, und fröhlich weiter creepen. Ich pumpe weiter ein paar Riflemen. Ihr braucht meine Hilfe? Was ist das diesmal? Ja, mein Lebensherr. Verstanden. Ja, der Creep, der scheint nicht ohne zu sein. Ihr braucht meine Hilfe. Pack das Zauberwort. Gegenseitig mal alle kurz geblockt. Ihr braucht meine Hilfe? In Ordnung. So, ich kann es schauen. Forschung abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Richtig. Jetzt gehen wir doch expandieren. Der Gegner hat sich überhaupt noch nicht gezeigt. Mantel der Intelligenz. Gehe ich mal runter gucken, ob er eine Exa hat. Was ist das diesmal? Weiteren Rifleman. Bin ich ja mal gespannt. Und nö, er hat er noch nicht mal freigemacht. Nun macht schon. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ach, lol. Das finde ich jetzt aber gar nicht lustig. Was soll das werden? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist? Habt ihr ein Ziel für mich? Ah. Okay, da haben wir einen Keeper. Ja, mein Lord. Ich kann hier nicht mehr gut. Forschung abgeschlossen. Was? Ja, mein Lord. Aisha! Jetzt gibt's die volle Ladung. Ich bin mal gespannt. Was braucht ihr? Was ist das diesmal? Was ist? So, die schickt gleich wieder zurück. Er hat seine Armee nicht mitgebracht. Das ist auch nur eine Illusion. Wollte mich nur so ein bisschen ablenken, der Gangster. Und der Mountain King ist da. Mehr Arbeit? Na gut. Ja, mein Lord. Ich gehe dann mal. Richtig. Nun macht schon. Perfekt. Und ich gehe weiter auf Tier 3. Okay, den Shop hat er. In Ordnung. Habt ihr ein Ziel für mich? Was ist das diesmal? Was auch immer. Dann würde ich mal sagen, ich gehe mal kurz auf Angriff über. Jawohl, gekriegt hat er anscheinend ganz nice da. Moment. Nun macht schon. Da bin ich ja mal gespannt. Den lassen wir nicht abhauen. Oh, das waren schon mal hohe Kosten für ihn. Das ist immer nice, wenn man so einen Bären erwischt. Wenn er nicht mal in Bärenform geht, er auch sehr schnell down. Er lässt sich gut viel Zeit. Das gefällt mir. Da kommt er. Hat auch noch nicht wirklich allzu viel. Okay,
Okay, das war's mit seinen Produktionsgebäuden. Keine T1 für mich, wie es aussieht. Aber der hat wirklich gleich durchgepackt. Also komme ich genau rechtzeitig, bevor hier zu viele Bären da sind. Ja. Das sieht dann schon ziemlich gut aus, würde ich sagen. Das passiert halt, wenn man im Early zu wenig Einheiten produziert. Zack, kriege ich ihn. Jo, Keeper geht down. Das sollte es eigentlich schon gewesen sein. Tech auf Tier 3 ist durch, Echse läuft. Seine ganzen Produktionsgebäude fallen. So, alles erstmal wieder ein bisschen hoch rein. Kann ich ja jetzt, wie es aussieht, alles ganz in Ruhe runterspielen. Ich lebe, um allen Gläubigen zu dienen. Was verlangt ihr von mir? Ich komme, um dieses Land zu läutern. Bereit zur Arbeit. Er wird eine Echse haben, so viel ist sicher. Wartet, bis ihr mich in Aktion seht. Ist jemand verletzt? Arbeit ist vollbracht. Da bin ich ja mal gespannt. Gib mir was zu tun. Da kommt er wieder. Abgeschlossen. So, Paladin jetzt auch da. Ich habe keine Angst. Ziehen wir uns erst noch mal ein Stück zurück. Auf euren Befehl. Und greifen dann noch mal neu an. Ausbau abgeschlossen. Gebt mir was zu tun. So, der Bolt für ihn. Ich habe keine Angst. Ich erwarte eure Lassen nicht der Gefahr. Wartet, bis ihr mich in Aktion seht. Nun macht schon. Verfügt über mich. Ihr braucht meine Hilfe? Was ist es diesmal? Forschung abgeschlossen. Ja, so, alles nochmal hochheilen. Und dann gibt's den finalen Angriff. Hoffe ich jedenfalls. Aber ich wüsste nicht, was er mir noch groß entgegenzusetzen hätte. Gut, er hatte jetzt 2 Minen die ganze Zeit, hat keine Einheiten produziert. Also vielleicht geht er da unten noch auf Chimären, deswegen baue ich jetzt nochmal schnell 2 Workshops. Nur wegen der Sicherheit. Was auch immer. Kann halt auch sein, dass er da unten weiter auf Bären geht. Aber das glaube ich irgendwie nicht. Dann hätte er eben schon welche hochgeschickt. Ja, mein Freund. Mal sehen. Gebäude-Upgrade. Ja, mein Lord. Na gut. Was ist das diesmal? Was verlangt ihr von mir? So, da ist wohl noch ein Otto in der Leeren. Ich habe keine Angst. Gebt mir was zu tun. Was verlangt ihr von mir? Wird auch gleich sein Hauptgebäude fallen.
Hilfe? Nun macht schon! Das war jetzt Level 5 von meinem Archmage. Was ficht euch an? So, ich schick mal nur das Water-Element runter. Da bin ich erstmal gucken. Forschung abgeschlossen. Ich kann es kaum erwarten. Chimären. Forschung abgeschlossen. Überraschung. Aber das tut auch. Okay, und einige Bären hat er doch noch. Mein Parler geht down. Er stand zu sein davon. Und seine Bären sind halt auch schon down. Da ist die erste Chimäre. Vielleicht die Helikopter draufjagen. Ja, wirklich gut, dass ich eben angegriffen habe. Ansonsten hätte das noch ganz böse enden können. Allerdings, ich habe auch einen Haufen Gold jetzt noch in der Hinterhand. Seine Mainbase ist down. Heldenlevel hat er schon. Nur halt nicht die beste Taktik gespielt. Es ist immer sehr riskant, so wenig Einheiten in Early zu spielen und auf Tier 3 durchzutechnen. Kann funktionieren, kann aber auch in die Hose gehen. Und in diesem Fall ging es in die Hose. Und der Ram schlägt den Lord. Okay. Dann wollte ich noch GG schreiben, aber da war er zu schnell draußen. Ja, und ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar, wenn ihr noch nicht habt, natürlich auch über ein Abo oder ganz besonders auch über eine Kanalmitgliedschaft freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game, euer Ram.